Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein wenig Angst vor diesem Video. Und zwar habe ich, als ich bei Instagram einfach mal Stories geschaut habe, da wird einem immer so nett Werbung eingeblendet, etwas gesehen, wo ich gedacht habe, das würde ich doch ganz gerne mal testen. Es nennt sich auf jeden Fall Instabrows. Und ich denke, jeder von euch kennt diese Tattoos, die man sich als Kind überall hingepatscht hat, einfach mit Wasser und zack, fertig, die haben ein paar Tage gehalten. Dasselbe gibt es als Augenbrauen. Und ich fand das so interessant. Man kann sich dort verschiedene Formen an Augenbrauen aussuchen. Genau, Moment, jetzt muss ich mal schauen. Das heißt Insta-Eyebrows. Genau, ich verlinke euch die Seite unten. Ich weiß gar nicht, wie viele Formen. Ich glaube, 10 oder 12 Formen an Augenbrauen gab es dort. Oder Styled, sage ich mal. Ich habe mir einmal, könnt ihr das sehen? Moment, hier hinten ist es matt drauf. Also ich habe mir einmal diesen hier geholt. Schon so ein bisschen, ja, natürlicher. Und ein bisschen was Buschigeres. Das waren aber definitiv die, ja, so die Varianten, wo ich sagen würde, das kommt an meine Form, wie ich sie mir schminke. Klar, von Natur aus, meine Augenbrauenform ist so quasi nicht da. Ja, und das, was mich dann, als es angekommen ist, das hat jetzt so ungefähr 2 Wochen gedauert. Das Gute, was ich sagen muss, was mir gleich aufgefallen ist, das habe ich so online nicht gesehen, ist, es gibt hier Größen, verschiedene Größen. Das heißt, dieselbe Ausführung wird immer nach unten immer, immer schmaler und ein bisschen kleiner. Also da sollte, wenn das eure Augenbrauenform so ist, etwas für jeden dabei sein. Wie gesagt, ich habe mir so eine buschige Variante bestellt, wo die Augenhärchen so nach oben gehen und solche etwas dünneren, die mit dem Haarwuchs gehen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich ausprobieren soll, aber ich glaube, ich möchte, weil es ja mein größter Traum ist, einfach mal buschigere Augenbrauen zu haben, ja, würde ich probieren, mir diese hier zu tätowieren. Ich kann es mir, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht vorstellen. Überhaupt nicht, dass das funktioniert. Aber wir werden sehen. Und habe jetzt umgerechnet 12 Euro, glaube ich, pro Sheet hier bestellt. Ich habe keinen Versand bezahlt, keine Taxes und die sind auch direkt zu mir nach Hause gekommen. Von daher, ja, ich hatte schon Befürchtung, dass ich zum Zoll musste. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das immer so ist. Aber vielleicht hat sich das ja sowieso erledigt, wenn das total der Schrott ist. So, ich hole euch jetzt mal näher ran. Wie gesagt, ich habe mich jetzt für die buschigere Variante, ich zeige es euch hier nochmal, entschieden. Also ich muss ja genau entscheiden können, wo ich das platziere. Und ich finde, das geht am besten eben, wenn man das so nah wie möglich am Rand ausschneidet. Joa, wir probieren es einfach mal. Auf jeden Fall werde ich nicht, weil ich hatte hier oben jetzt mal testweise den ganz großen ausgeschnitten. Ich werde mal einfach einen aus der Mitte nehmen, um zu gucken, ob das so von der Größe her passt. So, also wie gesagt, ich habe mir jetzt beide passende Seiten ausgeschnitten und ich würde sagen, die Größe passt tatsächlich relativ gut zu mir. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es hält, weil so ein Tattoo, in jeder, der sich schon mal als Kind oder sowieso auch als Teenie vielleicht solche Tattoos aufgemacht hat, weiß, dass immer so eine leichte, das ist wie so eine leichte Schicht einfach. Das ist so eine einzige Schicht und darunter sind ja dann meine Härchen. Deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon getan, dass man komplett abgeschminkt ist, dass man keine Pflegereste, Make-up-Reste, irgendwas noch dran hat. Ach übrigens, was ich auch genial finde, dass sie daran gedacht haben, das finde ich wirklich, wirklich super. Also das hier ist ja die Tattoo-Seite und 1:1 dieselbe Augenbraue findet ihr eben auch auf der anderen Seite, sodass ihr, wenn ihr das auflegt, genau sehen könnt, wie und wo das liegt und sitzt und wie es aussieht. Eieiei, lieber Gott. Wir machen das wie früher. Ein bisschen draufhalten, schön nassen Lappen durchfeuchten. Dass ich das jetzt... Okay, das ist krass. Das ist echt, echt krass. Das ist heftig. Man sieht jetzt so ein bisschen darunter meine eigenen Härchen, weil meine eigenen Härchen sind von Natur aus halt komplett quer. Das Einzige, das hat man bei solchen Tattoos eben, ist dieser leichte Glanz, den man jetzt noch hat. Da würde ich gleich mal probieren, ob ich dann mit dem Puder rübergehen kann. Aber wir machen jetzt erstmal die andere Seite. Ich probiere sie auf jeden Fall, soweit es geht, jetzt nach oben zu bürsten. What the fuck? Wow! Krass. Okay, einfach aus dem Grund, dass es einfach ein bisschen glänzt, probiere ich jetzt mal ein bisschen das abzupudern. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen von meinem Charlotte Tilbury Puder und probiere da... Ja, aber so wirklich kriegt man den Glanz tatsächlich nicht weg. I don't know. Ich finde, die Seite ist tatsächlich echt nicht schlecht geworden. Das sieht so echt aus.
sehen die Härchen super, super echt aus. Also echt krass. Und zwar nehme ich jetzt nochmal hier von Fenty Beauty. Und probiere mal hier so ein ganz bisschen am Rand. Ja, tatsächlich, man kann wirklich sehr gut darüber malen. Ja, das ist tatsächlich gar nicht schlecht, weil so kann ich die Farbe so ein ganz bisschen einlenken. Ja, und so kriegt man so, weil das Problem ist ja, im Endeffekt habt ihr nur Härchen, aber ihr habt keine so Grundfarbe, so dazwischen, zwischen den Lücken. Das kann man tatsächlich noch sehr gut ausmalen. Wow. Oh, das sieht halt echt aus wie echte Härchen. Krass, das sind Tattoos. Bin mal gespannt, wie dann ja, dieser Haarstil dann ist. Ich werde das auf jeden Fall nochmal testen. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie lange das hier hält. So, mein Lieben, ich nehme euch jetzt noch doch noch einmal mit der Cam hier mit, meiner Vlogging-Cam. Ihr könnt das jetzt nochmal sehen. Er sieht echt gut aus, aber wenn es das Licht von der Seite, ihr könnt es nochmal sehen, so reinfällt, ist, man sieht halt auch die Härchen darunter. Und ich habe eben auch schon sehr, sehr wenig Härchen. Deswegen, wie gesagt, ich kann mir das bei Leuten, die gar keine Härchen haben, viel, viel besser vorstellen. Und ich habe ja eben schon unglaublich wenig eigene Haare. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist das Thema Foundation, Cremes, allem drum und dran. Denn man weiß ja von damals noch, wenn man mal sowas, solche Tattoos immer benutzt hat, auch als Kind, dass sie dann immer mit Creme abgegangen sind. Also mit Fett einfach, mit Fetttexturen. Und deswegen bin ich mal gespannt, das mache ich jetzt eben nochmal schnell, Foundation auftragen und gucken, ob die Dinger halten. Weil das wäre so der Endgegner von solchen Tattoos. Deswegen mache ich jetzt nochmal so meine komplette Base und schau mal, wie sich das verhält. So, mein Lieben, ich habe mein Make-up soweit fertig geschminkt und bin begeistert. Wie ihr sehen könnt, ich bin auch tatsächlich wirklich über die Augenbrauen rübergegangen. Ich habe jetzt von MAC die Face and Body Foundation verwendet. Also auch eine sehr, sehr, ja, sehr dünne, flüssige Foundation. Es kommt echt auf den Winkel drauf an. Je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht man eben, dass da unter dieser Tattoo-Schicht eben noch irgendwas ist, was so ein bisschen ja, heraussticht. Und eben genau meine eigenen Haare. Sieht manchmal so ein bisschen aus wie so eine schlechte Perücke. Übrigens, falls euch wundert, was das für heftige Lidschatten sind, also solche Pastelltöne, die so kräftig sind, das sind die neuen von Lisa Cosmetics. Bam! Also was für eine heftige Qualität, Pigmentierung. Und das bei solchen Farben. Lisa rockt das. Das ist unglaublich, was das für eine Qualität ist. Ja, also ihr könnt es vielleicht sehen. Es ist natürlich ungewohnt, dass ich jetzt so dichte Augenbrauen habe, dass ich ja auch so dunkle Augenbrauen habe. So, ein kurzes Mini-Update aus meinem Tageslichtbad. Hier ist jetzt was passiert. Da wo meine Haare im Endeffekt lang laufen. Oh, jetzt kommt die Sonne, jetzt könnt ihr das gut sehen. Da ist es so ein bisschen geplatzt. Das heißt, da trennt sich das Tattoo jetzt, weil darunter natürlich die Härchen so ein bisschen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt das Update so nach wie viele Stunden? 2 Stunden? 2,5. Aber sonst sitzt es immer noch sehr, 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 sehr gut. So, es sind jetzt circa 5, knapp 6 Stunden vergangen. So lange habe ich das jetzt schon drauf. Von Weitem muss ich sagen, sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Die Seite finde ich auch sowieso, die ist mir sehr gut gelungen. Auf der Seite kann man mittlerweile sehen, es platzt so ein bisschen auf, da wo die Härchen drunter sind. Da kann man so ein bisschen so einen Riss sehen. Ist aber in Ordnung. Ich schminke mich erstmal mit einem Mikrofasertuch ab, mit so einem ganz weichen, und meide das so ein bisschen. Dann gehe ich aber auch nochmal gerade bei den Augen mit einem ölhaltigen ran. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. So, ich bin mit den Schritten fertig. Also ich bin mit dem nassen Lappen definitiv schon so ab und an mal über die Augenbrauen. Mit Öl bin ich jetzt natürlich nicht rangegangen, weil da ist klar, da ist vorbei. Deswegen habe ich aufgepasst. Ich bin jetzt auch mit Micellenwasser nochmal rüber und bin da so ein bisschen an den Rändern lang. Natürlich, die Ränder erwischt man trotzdem. Aber dafür, muss ich sagen, sieht das immer noch top aus. So, es ist der nächste Tag angebrochen. Ich war gerade duschen, habe jetzt damit geschlafen und ihr könnt sehen,
Ja, also überall da, wo ich Haare habe, ist es verklumpt, weg. Das klebt auch so ein bisschen. Also Fazit, nichts für mehrere Tage. Möchte man mal einen Tag vielleicht wirklich perfekte Augenbrauen haben. Fand ich es tatsächlich auch gar nicht schlecht, auch als der Glanz so nach einer Stunde ungefähr wirklich fast verschwunden war. Das Einzige, wo es bald richtig gut sitzt, ist am unteren Rand, da wo ich halt persönlich keine Härchen habe. Ja, und für Leute, die eben Härchen haben, beziehungsweise noch mehr als ich, und ich habe ja echt wenige, nee, da ist es einfach nichts. Schaut euch das mal an hier. Da sieht man einfach zu sehr, dass die eigenen Härchen da durchbrechen. Ja, tatsächlich sind meine Härchen jetzt eben einfach unglaublich verklebt. Ja, sieht halt echt ein bisschen strange aus. Also für den zweiten Tag definitiv nichts. Ja, interessant. Ich könnte es mir vorstellen, tatsächlich das noch einmal zu machen. Also ich finde das wirklich mal interessant, dass es sowas gibt. Gerade vielleicht interessant für Leute, die aufgrund von einer Krankheit oder aufgrund von einer eventuellen Chemobehandlung oder sowas, wo die Haare ausfallen. Ich war echt erschrocken, wie perfekt und echt das aussieht. Wirklich, wirklich, wirklich. Deswegen, oder es gibt vielleicht auch Personen, die sich ja ihre Augenbrauen rasieren und wenn die mal Bock haben, das zu haben. Ich fand nämlich echt, dass die super, super echt aussahen. Ja, abgesehen jetzt von einem ganz bisschen Glanz, wenn wirklich mal Sonne drauf geknallt ist, fand ich das aber wirklich sonst relativ gut. Ja, würde ich sie nochmal kaufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Also wer Bock hat, das auszuprobieren, ich würde sagen, das Einzige, was halt wirklich doof ist, dass man nur verschiedene Größen hat. Das heißt, wenn hier einmal eure Größe dabei ist, habt ihr sie nicht ein zweites Mal. Zwischen jetzt so drei verschiedenen Größen, das sind wirklich Millimeter, die sie breiter sind. Das heißt, man kann vielleicht wirklich drei, vier Reihen gut benutzen und die oben ist dann vielleicht viel zu groß und die unten vielleicht ein bisschen zu klein. Ja, das wäre so das Einzige, was ich zu bemängeln hätte vom Preis, wenn man sagt, okay, $12 oder 12 Euro zahle ich und ich kann davon im Endeffekt nur drei, vier benutzen. Ja, meine Lieben, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Und solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr das hier sehr gerne nachholen. Und schaltet auch die Glocke ein, dass ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr noch mein letztes Video schauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.